Hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, immer noch Magen-Darm. Ich habe schon gesagt, damit durch. Wollen wir nicht nochmal anfangen? Also, lasst uns weiter plaudern. Und zwar plaudern wir jetzt mal über Sony. Die Firma. Also nicht Sunny and Cher Sony. Der hieß ja dann noch nicht Sony, sondern Sunny. Also. Manchmal würde ich mir einfach gerne irgendwo ein riesengroßes Loch buddeln und reinhüpfen. Kennst du das, Mama? So geht's mir gerade. Also auf jeden Fall. Sony hatte bei mir jetzt gesehen vor kurzem ihr Vorstellungsding von der neuen PlayStation, der PlayStation 5. Furchtbar ungerade Zahl, aber. Aber gutes Gerät. Naja. Bis jetzt sagen kann. Aber ich habe da eine blöde kleine Fliege, die mir die ganze Zeit um die Nase rumfliegt. Die nervt total. Egal. Ja, auf jeden Fall haben die gerade ihre neue PlayStation vorgestellt, die PlayStation 5. Und ja, ich bin ja jemand, ich habe jetzt eine PlayStation 4. Und das ist so meine erste gewesen, mit der ich die aktueller war. Weil die 3 habe ich zum Beispiel also nicht gehabt, dafür hatte ich dann noch eine 2, aber das ist eine andere Geschichte. Und das war so, dass die PlayStation 4, die ist zum Beispiel nicht runterkompatibel. Also du kannst keine Spiele von den älteren Konsolen drauf spielen. Aber jetzt die neue PlayStation, die PlayStation 5, die ist dann wieder runterwärts kompatibel, was ich für meinen Teil ja schon mal eine total tolle Geschichte finde. Ich bin total begeistert. Ja, und mein großer Bruder, der wollte sich auch vor kurzem eine Konsole zulegen und wollte dann eine 4er kaufen während des Corona-Lockdowns. Und dann habe ich aber zu ihm gesagt, er soll das besser lassen, weil jetzt echt bald die neue kommt. Und das ist dann besser, dass er auf die wartet, weil braucht jetzt nicht mehr so lange. Braucht jetzt tatsächlich gar nicht mehr so lange. Krass, ne? Wow. Wenn man bedenkt, wie lange der Corona-Lockdown her ist. Boah. Damals. Ja, ist voll cool. In Hier. manche Städte kommt es gerade wieder. Echt? Köln hat, glaube ich, Länder gibt es schon, Israel hat. Echt? Ui. Seit ein paar Tagen. Krass. Ich habe keinen Corona-Lockdown. Ich habe bloß Magen-Darm. Also, da bin ich froh. Ja, auf jeden Fall, um zurückzukommen zur PlayStation und nicht von meinem Magen oder Lockdowns zu reden, ist das dann runterwärts kompatibel und ist für mich dann halt praktisch, weil ich habe ja eine 4er und Spiele von der 2er. Und wenn ich dann zum Beispiel die neue habe, dann kann ich zum Beispiel die 4er und Hirnfrost. Ah. Und die Zweierspiele dann auf der spielen, womit ich dann zwei Konsolen sozusagen nicht mehr rumstehen haben muss. Platz gespart. Also, aber, und jetzt kommen wir mal zum Thema, weil voll geil, oh Milo, egal wann das Video kommt, es ist tatsächlich noch vorm Erscheinen. Also kann ich euch noch ein paar Tipps geben. Also, ich habe damals die PlayStation 4 direkt nach dem Erscheinen, also in der Woche nach dem Erscheinen, mir gekauft. Und da hat die damals irgendwas mit 600, 700 € gekostet, was total überteuert war, wenn man so heutzutage für 200 nachgeschmissen kriegt, mit Bundles und so. Also, ich habe da viel Geld verbrannt. Dafür hätte ich viele Milchschnitten bekommen. Entschuldigung. In denen man so, also weißt, das Ding ist, die PlayStation-Werbung kam immer meistens vor der Klitschko-Milchschnitten-Werbung. Das ist so komisch, wenn man, das ist so unassoziiert, so, ne? Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich die dann gekauft habe und dann habe ich sie ja, wie gesagt, ewig lang da rumstehen lassen und spiele erst seit einem Jahr damit. Ja, läuft bei mir diesbezüglich. Ja.
Es war viel, viel teures Geld, das da auch verbrannt wurde. Nee, eigentlich gar nicht seit einem Jahr, sondern na, ich weiß auch nicht, immer seit ein paar Jahren. So, was ich aus diesem Fehler gelernt habe, waren drei Sachen. Nämlich, als ich die gekauft habe, war sie langsam, hatte 500 nur Speicher und war recht klobig. Kein Jahr später kam eine schnellere, kleinere, mehr Speicher. Also mein erster Tipp ist, wenn ihr das zu einem auch noch besseren Preis, ja, das ja, auch noch so eine Sache. Wenn ihr sparen wollt und mehr Qualität haben wollt, wartet ein Jahr. Also das klingt zwar voll nach langer Zeit, ist es aber nicht ein Jahr. In Anbetracht dessen, dass die Konsole ja rauskommt, wartet man mal ein Jahr und dann kommt meistens irgendwie noch so eine neuere Variante. Also entweder eine Pro-Variante, wo es dann viel mehr hat, oder eben so eine Slim-Variante, wo es kleiner wird. Aber auf jeden Fall kommen immer noch irgendwelche Varianten, die einem dann sozusagen einen zum Kaufen locken sollen. Und vor allem, was dann auch noch ein toller Vorteil ist, wenn man wartet ein Jahr, ist es nicht mehr nur so, dass man die Konsole hat und auf die Spiele warten muss, sondern es sind dann auch schon eine Vielzahl an Spielen da, wo man dann aussuchen kann nach dem Motto, was möchte ich denn jetzt mal testen und was nicht. Ist auch noch so ein Vorteil. So, aber jetzt mal zu den Hack. Also jetzt zu den harten Fakten, nämlich den Zahlen. Aktuell, lass uns hoffen, dass kein Corona-Lockdown dazwischen kommt, ist der Plan, dass am 19. November 2020 wird diese PlayStation erscheinen. Es gibt eine Variante mit einem Laufwerk. Das ist dann, da kannst du dann halt die alten Spiele besser damit spielen, wenn du ein Laufwerk hast. Also. Ich werde die mit Laufwerk voraussichtlich mir dann holen, wenn es dann die Nachfolgemodelle gibt, in der Hoffnung, dass die dann immer noch mit Laufwerk sind. Wenn nicht, dann werde ich mir die da holen und die dann aufstocken mit dem Speicher. Aber Stand jetzt kostet die mit Laufwerk 499,99 €, also 500. Wir können auch einfach gleich sagen. Aber ich wollte nur nicht jetzt die sein, die sagt, es kostet 500, wenn dann andere dann nach kurzer Recherche sagen, nee, es kostet 499 und 99 Cent. Das ist 1 Cent unter 100. Also, das ist nicht so der Sprung. Und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, ist, im Moment haben wir hier jetzt noch Steuererleichterung, also kostet es eigentlich noch 2% mehr. Das muss man auch nur mit einberechnen im Kopf. Aber Prozentrechnung war nie mein Ding und Adam Riese kann mich sowieso, also rechnet selber, ich rechne nicht. Damit mache ich mich nur zum Mops. Und die ohne Laufwerk kostet dann 399,99 €. Ja, und das sind dann die Preise und ich für meinen Teil, ich muss sagen, ich finde es an sich, die mit Laufwerk ist natürlich im selben Bereich wie die, die ich damals gekauft habe. Aber die ohne Laufwerk ist dann doch schon relativ günstig. Aber. Was? Ja, Entschuldigung, ich fühle mich nicht so wie Duri. Aber was man auch bedenken darf, ist, wenn man abwartet, gibt es meistens einen Preisfall. Da kann es teilweise sein, dass man dann nach 100 € oder mehr spart. Und wenn dann auch noch so Bundles rauskommen, dann kriegt man noch ein Spiel oder irgendwas dazu und dann lohnt sich's wirklich. Also mein Tipp, wartet einfach noch. Nicht gleich rennen. Ich bin ja auch nicht sofort gerannt, als die Switch rauskam. Und es hat sich gelohnt. Ich bin zufrieden. Switch. Nachher spiele ich auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, dass mein Apfelbaum endlich wächst. Entschuldigt, das ist so ein Ding zwischen mir und meiner Mama. Ja, ich hoffe, mein Video, obwohl ich weiß, dass der Vorteil ist daran, dass ich so müde bin. Man kann mir nicht sagen, dass ich total schnell rede. Jeder kann, ich bin total verständlich. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch die neue PlayStation holen werdet oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.
Tschüss.